Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Der heutige Zoo, der kommt vom guten Fermtob. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er hat auf jeden Fall auch was dazu geschrieben, nämlich schreibt er: Moin Dandy, bin erst vor 3 Tagen auf deinen Kanal aufmerksam geworden und finde das Format, wo du Community-Zoos bewertest, einfach super. Großes Lob also vorweg dafür. Da ich die letzten 2 Tage Zeit hatte, habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht und speziell für dein Format ein Zoo im Sandbox-Modus begonnen. Der Zoo hat erst 4 Gehege, aber mein Ziel ist es, dass du als Besucher so gut wie keine künstlichen Gehegebegrenzungen zu Gesicht bekommst. Auch wenn bisher schon größere Zoos in dein Format gezeigt wurden, glaube ich, dass mein kleiner, aber mit viel Liebe zum Detail erstellter Zoo mithalten kann. Würde mich sehr freuen, dich als Besucher in meinem Zoo begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße und viel Spaß bei der Bewertung. Tobi. Ja, Tobi, ich freue mich natürlich sehr auf deinen Zoo und auf den Zoobesuch. Dieses Format macht mir momentan sowieso mega viel Spaß, weil es einfach toll ist, in-game Zoos zu besuchen. Macht richtig viel Laune. Dein Zoo heißt übrigens Zootopia und du hast noch geschrieben, dass du noch nicht so weit bist. Das ist gar nicht schlimm. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie weit ihr mit den Zoos seid. Ich kenne das ganz genau. Wenn man viel Liebe zum Detail macht, dann dauert das ewig. Und wenn der Zoo dann nicht so ganz so groß ist und noch nicht ganz fertig, macht das rein gar nichts. Schickt gerne eure Zoos ein, ich freue mich mega darüber. Und ich würde sagen, wir besuchen jetzt Zootopia von Fermtop. Und da sind wir angekommen im Zootopia Schwelm, so heißt zumindest der Speicherstand. In der E-Mail hast du zwar nur Zootopia geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass er dann so heißt. Finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen cooler, wenn der dann so einen Eigennamen noch hat. Der Zoo ist vom guten Fermtop oder Tobi. Tobi ist irgendwie einfach, ich sag Tobi, okay? Ich denke, das ist in Ordnung. Und du hast übrigens auch die Gäste ausgestellt, wegen Performance-Gründen. Deswegen hauen jetzt hier auch die Protestleute ab. Wobei hier nicht wirklich rote Meldungen sind. Das sind keine Meldungen, dass es den Tieren schlecht geht. Also ich erwarte hier nur Gutes in dem Zoo und bin jetzt sehr gespannt. Wir gehen jetzt hier direkt los und besichtigen deinen Zoo mal. Hast ja geschrieben, du bist noch nicht so weit. Ja, hier am Eingang bist du wahrscheinlich auch noch nicht vorangekommen. Beziehungsweise hier geht's jetzt los. Zootopia. Vielleicht hast du doch nur Zootopia. Okay, kann sein. Nennen wir ihn doch nur Zootopia. Steht zumindest hier so. Ist ja schon mal sehr, sehr schön. Gefällt mir. Schöner Eingangsbereich. Auch schöne Klippenarbeit hast du hier gemacht. Das ist cool. Dann kann man hier einmal so rumlaufen. Und hier in der Mitte ist so ein richtig schöner, ja, mit Bäumchen und Büschen bepflanzter Berg. Und dann so ein richtig schönes Eingangsschild mit diesen Elefanten hier. Das gefällt mir sehr gut. Hast du wahrscheinlich auch selber gebaut. Sieht zumindest selbst gebaut aus. Ja, das sieht selbst gebaut aus. Ja, das hast du, glaube ich, selbst gemacht. Ist halt immer schwer zu unterscheiden, ob es jetzt aus dem Workshop kommt oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass du es selbst gemacht hast. Hier vorne hast du einen schönen Mitarbeitereingang gemacht. Kann man gut reingehen. Oh, stoßen sie sich hier nicht den Kopf? Na, vielleicht musst du hier die Klippen nochmal ein bisschen anheben. Wir sehen hier auf jeden Fall das chinesische Schuppentier als erstes Tier. Sehr, sehr cool. Ich finde es aber cool. Du hast ja extra Wert darauf gelegt, dass es nur natürliche Barrieren gibt. Das finde ich mega nice. Da bin ich ein großer Fan von. Und ich finde auch diesen Baum hier schön. Der ist cool platziert hier. Dass die Wurzel hier noch rausguckt und sowas. Ich glaube, ich mache mal eben Tag, Leute. Sehr, sehr dunkel. Finde es immer bei Tag ein bisschen angenehmer. Gerade für YouTube, weil ihr dann ein bisschen mehr seht. Jetzt seht ihr das auch nochmal in voller Pracht hier. Sieht schon schön aus, ne? Gefällt mir. So, gehen wir mal hier gucken. Mit das erste Gehege. Ja, auch hier ist, glaube ich, diese Steine, die musst du, glaube ich, noch ein bisschen höher machen. Ich glaube, das ist für erwachsene Personen wirklich anstrengend. Also für Kinder ist es perfekt. Die können da sehr, sehr gut durchgucken. Aber für Erwachsene ist es, glaube ich, sehr, sehr niedrig. Musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen anheben. Aber das ist ja an sich kein Problem. Hier haben wir auf jeden Fall das chinesische Schuppentier. Schweres Wort. Das finden wir auf jeden Fall hier drin. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Da ist es. Sehr, sehr cooles Tier, wie ich finde. Sehr kleines Gehege, aber reicht, glaube ich, aus für die, ne? Ich hoffe, die sind nicht gestresst, aber da war ja keine rote Nachricht. Also diese, dass du es so eingebaut hast, das Gehege mit so einer kleinen Scheibe nur, scheint völlig ausreichend zu sein. Weil ich habe ja zum Beispiel das Problem in meinem Franchise-Zoo, dass diese chinesischen Schuppentiere einfach schnell gestresst sind von den Leuten. Ich finde das übrigens sehr, sehr cool, wie du das hier gelöst hast mit der Glasscheibe und dann diesem Geländer noch. Finde ich eine coole Lösung. Sehr, sehr cool. Schön aus. Wir gehen mal kurz rein hier. Schauen uns das mal an. Okay, so wie es aussieht, hast du hier auch nur eins davon. Oh, die sind so süß.
Guckt euch den an. Ich finde das ja so cool mit den Vorderpfötchen, dass diese so auf ihren Handrücken sozusagen laufen. Finde ich mega nice. Die haben ja auch so richtige Schaufelklauen hier vorne. Das ist cool. Ja, schönes kleines Gehege hast du hier gestaltet. Schön mit Bambus und so. Die Idee finde ich ja auch cool, dass du hier so einen Unterschlupf gebaut hast und dann hier gleichzeitig so eine Brücke, wo man hochgehen kann. Wo sozusagen das Schuppentierchen nochmal ein bisschen mehr Platz bekommt und alles mit Klippen und Felsen umrandet. Finde ich richtig cool. Weiß nicht, ob du hier noch irgendwas geplant hast. Ah nee, das ist auch nur ein Unterschlupf einfach, ne? Ah, ich verstehe, okay. Mega nice, cool. Und natürlich hier auch verdunkelt. Deswegen sind die auch nicht gestresst, logischerweise. Habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Macht Sinn. Okay, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Wir gehen mal hier weiter. Wie geht's denn hier hin? Ah, hier ist der nächste Mitarbeiterbereich. Okay. Ja, auch cool. Hier sind so ein bisschen, was ist das? Schilf, glaube ich, ne? Was sind das? Elefantengras, okay, habe ich noch nie gehört. Never mind. Wir klicken das mal eben wieder weg, weil wir ja nicht markiert haben. Hier ist wieder Mitarbeitereingang. Hast du auch sehr schön gemacht mit den Mitarbeitereingängen, ne? Also empfinde ich jetzt nicht als störend oder so. Hast du ziemlich gut immer eingebaut. Und dann geht es hier links weiter. Hier haben wir einmal... Oh, das sieht ja richtig cool hier aus. Sieht richtig tropisch hier aus. Hier haben wir auf jeden Fall eine Toilette. Sehr, sehr cool. Okay, das musst du vielleicht noch ein bisschen runter machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend, darüber zu laufen. Ich mag auch diese Toilettengebäude halt nicht, ne? Ich finde es cool, dass du es eingefärbt hast. Aber ich finde es bei so Toiletten... Ich weiß, man will immer kleine Toilettenhäuser bauen. Aber ich finde dieses Gebäude einfach nicht schön von innen. Also ich finde es immer besser, wenn man das irgendwie um die Ecke baut oder so, dass man das zumindest von außen nicht sieht. Weil irgendwie gefällt mir das nicht. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht. Aber es ist halt nur eine Kleinigkeit. Ansonsten wieder sehr schön gearbeitet hier mit den Bäumen. Diese Palme sieht mega nice aus. Richtig cool platziert. Kann man sich den Kopf dran stoßen. Hier auch nochmal eine schöne Bank, dass man sich ausruhen kann. Richtig cool und du kannst von dieser Bank... Ach, ich dachte gerade, hier wäre wirklich ein Flusspferd drin. Ist es aber nicht, ist nur eine Statue. Aber richtig schön hier mit dem Wasserfall, dann mit dem Wasser hier. Hier unten Seerosen, da dann die Statue. Richtig schön gemacht. Also Bepflanzung hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Fällt mir. So, als nächstes haben wir hier... Ah, hier haben wir doch ein Gehege. Ich glaube, das gehört sogar dazu. Ja, hier ist ein Gehege. Hier haben wir nämlich ein Leistenkrokodil, haben wir hier. Guten Tag. Ja, cool. Da sind sie am Chillen. Fußball auch im Wasser. Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass Leistenkrokodile mit Fußbällen spielen. Ja, auch hier hast du so einen schönen Unterstand gebaut, mal mit einem anderen Design. Gefällt mir sehr gut. Auch hier das Gehege sehr schön gestaltet. Du hast ja auch alles wieder mit Klippen umgrenzt. Außer hier vorne. Aber das hat natürlich auch seinen Sinn, weil der Fluss hier weiter geht nach unten und sowas. Finde ich mega cool. Das werden wir uns nachher noch von oben angucken. Ein schönes Gehege hast du gebaut. Hier hast du auch nochmal einen Unterschlupf gebaut. War richtig cool. Also deine Gehegegestaltung gefällt mir richtig, richtig gut. Nice gemacht. Ich weiß gar nicht, können die hier unten durch unter der Brücke? Eine gute Frage. Das werden wir auch gleich von oben wahrscheinlich nur erfahren. Könnte sein, weil hier ist auch nochmal so eine Gehegeabgrenzung. Auch hier ein wundervoller Wasserfall. Ich muss auch sagen, hier, du hast es wirklich sehr schön gemacht mit dem Sprudeln. Meistens ist es ja so, dass da zu viel ist, aber hier ist es genau richtig. Das hast du richtig gut gemacht mit den Düsen. Sehr, sehr gut aus, der Wasserfall. Gefällt mir. Hinten sind auch nochmal Wege, oder? Wie cool das aussieht. Nice. Gefällt mir. Auch hier die Decke ist cool. Erstmal so ein Strohdach. Ich glaube, das könnte sogar vorgefertigt sein, weiß ich nicht. Also vom Spiel. Und dann hast du hier so Laken hingemacht. Ist auch sehr cool. Wobei die auch ein bisschen tief hängen, ne? Vielleicht noch ein bisschen höher machen. Das geht aber noch. Ich meine, wenn man so ein bisschen Stoff am Kopf hat, ist ja nicht ganz so schlimm wie Stein. Geht ja klar. So, hier haben wir einen Laden. Was gibt's denn hier? Hot Dog Squad. Okay, sehr cool. Da hast du hier nochmal so eine kleine Bankreihe gemacht. Ich finde das übrigens sehr, sehr schön, dass du immer so Elemente gemacht hast mit diesem Sandboden dann. Das sieht sehr cool aus irgendwie. Coole Sitzecke hier. Ja, das ist nice. Und alles schön mit, diesem Elefantengras und sowas und den Klippen abgegrenzt. Sehr cool. So, hier ist wieder ein Mitarbeitereingang. Der ist auch nicht ideal platziert von der Tür hier. Aber das kenne ich, das Problem habe ich auch oft. Oh, hier geht es noch runter. Oh, das habe ich auch übersehen. Also das mit diesen Sitzecken finde ich richtig cool. Das hast du echt nice gemacht. Hier hast du sogar diesmal Erde runter gemacht. Auch eine coole Idee. Gefällt mir. Und guck mal die Aussicht an, wie schön das hier ist. Oh mein Gott, hier ist nämlich auch noch... Ist das ein anderer Wasserfall? Ja, ne? Oder ist das der gleiche? Ne, ist ein anderer Wasserfall, ne? Auch der ist sehr, sehr schön geworden.
Gefällt mir. Oh, das ist echt toll. Viel Liebe zum Detail. Dann geht's hier nochmal runter. Auch hier hast du richtig schöne Felsarbeit gemacht. Kann man nicht anders sagen. Oh, hier ist so eine Unterwasser-Viewing-Area. Wie cool. Und hier gibt's jetzt wirklich diese... Ich glaube, das sind diese Zwergflusspferde. Kann das sein? Ich glaube schon. Aber hier richtig cool gemacht mit den Felsen. Das gefällt mir. Und dann hier nochmal diese Geländer. Mega nice. Hier können wir jetzt die Zwergflusspferde beobachten. Da ist sogar eins. Da. Da krabbelt es. Oh, ist das cool. Das ist eine schöne Underwater Viewing Area. Habe ich auch noch gar nicht gemacht, aber finde ich mega cool. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ich meine, why not? Schauen uns die mal an. Ja, auch ein tolles Gehege, ne? Überall natürliche Barrieren. Hier sind sie am Futtern. Oh. Zwergflusspferd, genau. Okay. Haben eine Körperform wie ich. Oh, wie süß die sind. Ich würde gerne mal ein Baby davon sehen. Ist das hier ein Baby? Nee, ne? Nee, ausgewachsen. 16 Jahre. Alles klar. Stimmt, Flusspferde, die sind ja richtig witzig dabei, wenn sie ihr Geschäft erledigen. Die machen richtig einen Propeller. Das sieht schön hier aus, oder? Oh, da oben kann man auch noch rauf. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Richtig nice. Auch hier, das hast du cool gemacht, dass hier nochmal so Holz rauskommt. Das sieht schon cool aus. Nice, coole Idee. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wie kommen wir denn jetzt nach da oben? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, hier war ich schon an der Sackgasse, ne? Ich schaue mich nochmal kurz um. Ne, ich bin hier rübergekommen, ne? Ah, macht Sinn. Ich muss hier noch weitergehen. Hier ist auch nochmal ein Hippo. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ja, hier ist natürlich ein bisschen hugelig geworden, aber ich denke mal, das kannst du noch im Nachhinein korrigieren. Ist natürlich mal ätzend, das finde ich bei Planet Zoo mal richtig doof, dass man so Wege im Nachhinein nicht mehr korrigieren kann, was ja, Glättung und so angeht. So, hier haben wir nochmal die Zwergflusspferde und dann hast du hier nochmal so eine richtig schöne Aussicht auf das Gehege gemacht. Hier hast du ja sozusagen die Underwater Viewing Area und hier kann man dann nochmal das ganze Gehege sehen. Oh, sieht echt schön aus. Mega cool. Ganz, ganz tolles Gehege. Sehr viel Liebe zum Detail. Und du hast sehr, sehr gute Felsarbeit gemacht. Habe ich jetzt ja schon öfter gesagt. Richtig cool aus. Oh, die Idee finde ich auch cool. Dass du die Dinger so ein bisschen im Boden versenkt hast. Dadurch sieht das so ein bisschen natürlicher aus. Ja, coole Idee. Hier ist auch nochmal bepflanzt und so. Was mir auffällt, du hast sehr kleine Gehege gebaut. Aber dafür feine Gehege. Also klein, aber oho. Würde ich jetzt so sagen. Also sehen echt gut aus. Hast deswegen wahrscheinlich auch Tiere gewählt, die nicht so viel Platz brauchen. Macht ja auch Sinn. So, hier geht's weiter. Was war das denn? Hat ganz komisch geflackert. Okay. Kommen wir denn hier hin? Nächstes Tier. Tapir. Oh, wie cool die aussehen, die Kleinen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, auch hier hast du wieder Wasserfälle gemacht. Ja, das Plätschern hier ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber sonst sieht das schon ganz gut aus. Hier auch vielleicht ein bisschen zu viel Wassergespritze. Also da kannst du, glaube ich, nochmal bei. Du hast hier wahrscheinlich Wasserfall unten benutzt. Hier kannst du besser diese stromschnellen Dinger nehmen. Die kann ich dir mal ganz kurz zeigen, wenn du willst. Die sind da ein bisschen besser, finde ich. Strom. Kriegen wir die auf die Schnelle hin? Ja. Da, diese hier. Ah ne, das sind die Spritzer, die falschen, Entschuldigung. Das hier. Das nämlich, siehst du das? Das ist so fließendes Wasser nach vorne. Wenn du das benutzt, sieht das wirklich so aus, als wenn das Wasser von hier nach da fließt. Musst du dann natürlich drehen in die richtige Richtung. Und dann siehst du ja, das Wasser fließt dann so eher. Und hier spritzt das ja eher. Kann ich dir so als kleinen Tipp geben. Auch wenn ich nicht der Profi bin, aber ich glaube, das wird hier besser aussehen. Ja, auch ein sehr schönes Gehege. Das ist sogar relativ groß, das Gehege. Im Gegensatz zu deinen anderen. Hier hinten sind wir auch noch nicht rübergelaufen, kann das sein? Wie cool das einfach ist, dass man hier so eine gute Übersicht hat. Also der Zoo wird mal richtig nice werden. Hier die Abgrenzung, richtig cool. Da unten schwimmen die Tapire. Ich dachte gerade, das wäre so ein Kletterschutz, aber das ist nur der Weg, der da ein bisschen durchschimmert. Ja, auch ein sehr tolles Gehege. Cool, coole Sache, gefällt mir. Weiter geht's. Okay, hier sind wir am Ende angekommen. Hier bist du wahrscheinlich noch nicht weiter. Aber macht rein gar nichts. Ich häng fest. Ich kann da gerade nicht weiter, warum auch immer.
Wir gehen jetzt mal zurück, das Stück. Weil wir müssen, glaube ich, nochmal... Waren wir hier oben schon? Nee, ich glaube nicht. Ah, jetzt sind wir bei den Tapiren. Das ist sozusagen direkt hier hinter deinem Eingang. Ah, ich verstehe, okay. Und wir waren gerade da oben. Aber wie cool das ist, ne? Mit den Aussichtsplattformen. Das gefällt mir. Und jetzt können wir nochmal den Wasserfall von vorne sehen. Und die Tapire. Lass uns dann planschen. Die haben auch immer diesen Schönheitsfleck. Wie heißt denn die Frau nochmal, die dafür bekannt war? Wo der Rock hochgeweht ist. Schreibt es mal in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht. Marilyn Monroe, hieß die so? Kann sein. Ach, wie viel Arbeit hier reingeflossen ist mit der Felsarbeit. Aber sieht richtig schön aus. Ich liebe Gehege mit natürlicher Begrenzung. Finde ich um einiges schöner, als wenn man einfach da Barrieren hinzieht. Ich glaube, das war es aber soweit mit deinem Zoo. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Hier hast du nochmal so eine schöne Einkaufsmeile. Auch mit schöner Musik. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Falls ja, dann tut es mir leid. Aber ich muss wirklich sagen, dein Zoo hat mir richtig gut gefallen. Kleine, aber hohe würde ich auf jeden Fall sagen. Wir schauen es hier nochmal von oben an, bevor ich es jetzt vergesse. Mal. So, wir gehen mal in die Außenperspektive. Oh, jetzt sehen wir es auch. Der ist sehr kompakt, aber ich finde es mega cool, dass du überall solche, ja, Viewing Areas sozusagen hast. Hier oben kann man halt alles sehen, den gesamten Zoo gefühlt, bis zum Eingangsbereich. Genau wie hier vorne. Schon ziemlich nice. Oh, guck mal, da oben läuft er durchs Wasser gerade. Das ist schon cool, ne? Sehr coole Idee. Also ich glaube, dein Zoo wird mal richtig, richtig nice werden. Wenn der fertig ist, schick ihn gerne wieder ein. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ach, den Wasserverlauf wollte ich nochmal gucken. Weil ich es vergesse. Seht ihr das hier? Das soll nämlich mal ein Fluss werden, der durch den gesamten Zoo geht. Mit diesen Barrieren abgegrenzt. Finde ich eine richtig coole Idee, dass du es gemacht hast. Ah, und hier beginnt er. Okay. Ah, nee, der geht hier noch weiter. Hier beginnt er. Das ist der Ursprung sozusagen. Hier geht es dann los. Und hier fließt er dann einmal quer durch. Hier ist auch nochmal ein Wasserfall. Und hier verlässt er dann sozusagen den bisherigen Zoo. Wird natürlich wahrscheinlich noch größer werden. Aber Zootopia von dir, lieber Tobi, hat mir sehr gut gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.